Hallo, meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Minecraft Interactive Projekts ohne Namen. Dazu kommen wir dann gleich. Ich muss aber vorher nochmal ganz kurz sagen, erstens, nicht wundern, oben links seht ihr jetzt eine Catcam mit einer schlafenden Katze. Ich wollte es einfach mal probieren wieder. Ja, man sieht auch ein bisschen von meinem Ruhm. Eine Roomtour kommt auch noch eines Tages, da müsst ihr euch aber noch gedulden. Das hatte ich eigentlich, keine Ahnung, vielleicht mal 20.000 Abo-Special oder so geplant. Außerdem muss ich hier erstmal sauber machen, das ist ja hier überall benutzte Kondome und Leichenteile und Überreste von Mexikanern. Aber da, mein überaus abenteuerliches Privatleben ist ja jetzt erstmal wurscht. Heute alles mögliche Gedöns. Ich bin eigentlich ein bisschen krank noch. Ich war richtig krass krank die letzten Tage. Jetzt habe ich die letzten Tage noch richtig Husten gehabt. Heute ist es auch noch nicht so krass besser. Das werdet ihr vielleicht noch merken gleich. Normalerweise bin ich mehr der Einstellung zu sagen, hey, Ich bin krank, eigentlich möchte ich mich jetzt nicht zwingen, dazu Videos zu machen. Dann kommen eben ein, zwei Tage keine Videos, dann ist das eben so. Aber auch wenn ich jetzt der Verfassung bin, dass ich das Ganze zum Spaß mache, habe ich doch noch eine gewisse, ich sag mal, einen Qualitätsanspruch an mich selbst. Und dieser heißt, Regelmäßigkeit. Auch Regelmäßigkeit ist ein Punkt von Qualität. Ob ihr das jetzt glaubt oder nicht, ist aber so. Achso, ne, das ist eigentlich blöd, ne? Warte mal. Da ist die Axt kaputt gegangen eben. Moment. So. Machen wir das mal eben anders. Genau das wollte ich eigentlich verhindern hier. Ah, es ist schön, wenn das Feld hier noch klappt. Vielleicht kann man das benutzen, wobei... Ach, werden wir wahrscheinlich gar nicht. Dazu komme ich nämlich jetzt gleich drauf ein. Denn, mal gucken... Ja, passt alles. Wir hatten ja Umfragen am Laufen, ne? Und, ziemlich, viele haben mitgemacht, das finde ich gut. Unbedingt bei den ganzen Umfragen immer wieder mitmachen, sonst wäre es ja nicht interaktiv. Es ist ja so, dass eure Stimme zählt. Nicht, dass dann irgendeiner sagt, hey, das und das, das lohnt sich doch gar nicht, wenn ich da jetzt mitmache. Ob nur ich eine Stimme mehr dazu gebe oder nicht, das ist ja jetzt egal. Das ist der größte Blödsinn, den ich je gehört hätte oder gehört habe, schon bei anderen Leuten. Wenn ihr die Möglichkeit habt und euch auch für irgendwas interessiert, unbedingt wählen. Danach kann sich das Let's Play richten, denn... Es ist ja interaktiv und ihr wollt ja auch das sehen, was ihr gerne sehen wollt und deswegen möchte ich das ja halt auch ermöglichen, ne? So, pass mal auf, jetzt machen wir mal Folgendes. Ich müsste theoretisch einfach, ich habe hier eine Fensteraufnahme, mal gucken, was habe ich hier? Minecraft 1.7.10, aha, ist ja interessant. Habe ich hier nicht, ich habe eine Monitoraufnahme, ich weiß nicht, ob ich das wollte. Aber ich kann es ja mal probieren, indem ich das jetzt einfach mal, wo auch immer ich hier Minecraft habe, das einfach mal ausmache. Jetzt seht ihr meinen wunderschönen Bildschirm und jetzt können wir hier uns einfach, das ist der Vorteil von OBS, deswegen bin ich da eigentlich gar nicht mal so abgeneigt von, OBS in der Zukunft zu benutzen. So, Entschuldigung, ein Schluck, warmes Getränk, gut für den Hals. Wir hatten drei, eigentlich mehr bisher, was ihr jetzt schon gesehen habt, aber das sind jetzt die drei, die ich jetzt auswerten möchte. Nämlich, wo niederlassen, so langsam müssen wir ja mal einen Platz finden, ne? Results, gucken wir mal hier. Die Mehrheit hat tatsächlich wirklich für den Berggipfel, also den Mount Johnny, gevotet. Wir hatten 78 Votes und fast 50% Berggipfel, das ist ja eigentlich eindeutig, ne? Danach wäre Heathland gekommen, Redwood Forest, Rainforest und ganz zum Schluss der Sumpfwald. Keiner mag den Sumpfwald. Aha, okay. Das ist ja traurig. So, da hätten wir noch ein Wo noch niederlassen. Das war, falls wir noch irgendwie eine Residenz bauen oder so. In dem Fall war das gedacht.
Was hatten wir da rausgekriegt? Extreme Hills Plus. 17 Votes. 46%. Aha. So, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Das war ja jetzt voll doof. So, pass mal auf, wo waren wir stehen geblieben? Achso, hier, Extreme Hills hatten wir hier, plus das wurde am meisten gewotet, dann bei Yuru, Forest Plains, das ist sogar ziemlich gleich, hier, guck mal, 16, 16, 16, und keiner mag die normalen Extreme Hills. Achso, dann hatten wir noch die Mod-Dings, die wollen wir auch nochmal angucken hier, wobei die relativ, naja, es geht eigentlich, ne? Mechanism ganz vorne dran, Mechanism ist eine coole Mod, dann IC2, dann Thermal Foundation, Expansion, MFR, Axial Utilities, mir wurscht, Hauptsache Technik. Okay, das ist ja interessant. Wobei wir natürlich alles benutzen werden, ne? Das ist klar, da könnt ihr euch von ausgehen. Und Mechanism wird halt in der nächsten Zeit dann halt einfach, werde ich zumindest versuchen, dass wir zumindest anstreben, schon mal bei Mechanism schon mal was zu machen. Könnte man ja zumindest schon mal die Verdoppelung oder Verdreifachung der Erze mit Mechanism mal ausprobieren. Schauen wir einfach mal, ne? Na, Kiki, hm? Miam, 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 miam. Ja, 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 die langweilt sich gerade ein bisschen. Muss ich nachher mal beschäftigen. Das wäre ja sonst gemein. So, pass mal auf, wir nehmen jetzt, ich nehme die Monitoraufnahme wieder raus. So, ich weiß gar nicht, warum man diesen Hintergrund hier sieht. Ich habe doch... Ach, deswegen. Das ist schon besser. So ist schon besser. Das war noch der falsche Hintergrund. Man, ihr merkt, ich bin noch nicht ganz, über den Damm, ne? So, pass mal auf hier, nicht wundern. So, der brauchen wir, wenn man ein Vollbild geht, einen Moment, um das zu aktualisieren. So. Tja, das bedeutet, dass wir dann in der nächsten Zeit irgendwie versuchen müssen, umzuziehen, ne? Ich würde dann einfach, wir müssen uns dann einfach mal, was bauen. Was Tolles. Ihr seht auch, dass bei den Hungerbalken sich ein bisschen was ändert, ne? Dazu kommen wir auch noch gleich, aber zunächst muss ich mal eben... Wir brauchen mal eine Axt. Ich bleib erstmal noch bei dem normalen Vanilla-Gedöns. Sorry, aber das muss jetzt nicht sein. Also, können wir dann immer noch machen. Ich will ja nur mal eben schnell so viel wie möglich... Zumindest das Wichtigste von allem will ich mal eben mitnehmen. Damit wir das zumindest schon mal mitkriegen hier. Können wir uns auch mal einen davon mitnehmen. Die können wir auch ruhig mal mitkarren hier. Was kann man noch mitnehmen hier? Man kann schon mal so ein bisschen... Kohle würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich würde... Ich weiß auch nicht, ne? Wir werden am Ende eh alles brauchen. Also komm, nehmen wir ruhig mal hier mit. Vielleicht aber lassen wir mal die Earth Shards und... Ach, kann ich gar nicht. Dann ist es auch egal. Ach, komm. Gut, wir laufen da jetzt mal hin. Wir haben ja unseren Waypoint. So, nämlich kann ich euch jetzt einen, ich sag mal, Überblick geben, wie das Modpack sich verändert hat. Das Modpack hat sich in dem Fall verändert. Wir haben tatsächlich... noch ein, zwei Mods drinne. Eigentlich wollte ich sagen, ja, ne, übertreiben wir mal nicht. Aber ein, zwei Mods sind jetzt noch drinne. Zum einen haben wir jetzt noch drinne Hunger Overhaul. Ich weiß nicht, wer das kennt. Aber für diejenigen, die es nicht kennen, oder für die, die es kennenlernen wollen, was dasselbe ist, fast. Es ist ein kleines bisschen schwieriger gemacht mit dem Essen. Das normale Essen bringt uns nicht mehr ganz so viel. Wir sind gezwungen, Pam's Harvestcraft zu benutzen. Vielleicht nochmal für mich, um mich selbst ein bisschen dazu zu motivieren, mal gefälligst ein bisschen zu kochen. Klingt geil, ist es auch. Ja, ja. So, was haben wir noch drinne? Packish, was auch immer das bedeutet. Was haben wir denn noch drin? Irgendwas. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich hatte hier noch was zugefügt. Ich habe noch vergessen, was. Ach so. Das hatte ich ja mal gezeigt. Guck mal her. Die Katze langweilt sich immer noch.
Pass mal auf, guck mal hier, wir haben jetzt noch Nuklearkraft mit drinne. Und ich habe das Rezept extra verändert. Hier ist nämlich jetzt Mindtweaker 3 mit drinne. Zusätzlich noch, deswegen nicht keine Angst haben oder so. Aber ich habe jetzt hier nichts genervt oder so von den Rezepten, zumindest noch nicht. Und mal gucken, wenn es irgendwas OP-mäßiges gibt, dann werde ich das vielleicht noch nerven, mal gucken. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich Enderei auch vielleicht doch noch zu tue, aber dann halt alles mögliche dann nerfe, damit das nicht so OP ist. Weil ich halt gerne Modpacks habe, die ein bisschen abgeglichen sind. Und du nicht irgendeine Mod hast, wo du übertrieben gesagt jetzt drei Eisen in ein Loch wirfst und ein High Voltage Solar Array hast, ne? Das muss ja nun nicht sein. Das muss nur echt nicht sein. So. Wir haben es fast auf den Berggipfel geschafft. Wir müssen dann unbedingt gucken, wie wir uns das erleichtern. Aber hier, der Mount Johnny, das wird jetzt erstmal unser Heim. Ein bisschen klein. Ich werde wahrscheinlich zwei Erdschichten hier einmal wegnehmen gleich. Damit wir hier zumindest ein bisschen Fläche haben. Ein klein wenig kleiner kann es nicht sein. Auf die zwei Blöcke kommt das nicht an. Ne? Dann könnten wir uns hier auch mal gleich ein Bett hinsetzen. Ich weiß, die Folge ist jetzt vielleicht ein klein wenig länger. Oder nicht, keine Ahnung. Ich nehme mich jetzt zwei Folgen auf. Und die Truhe wäre nicht schlecht gewesen. Pass mal auf, ich setze mal eben hier unseren... schon mal die richtige Höhe Crafting-Dings. Gedöns. Machen wir uns eine Truhe. Und dann können wir hier schon mal ein bisschen Crab reinpacken, weißt du? Dann sind wir den schon mal los. So. In der nächsten Folge will ich dann nämlich schon auf den Namen eingehen. Das wird nämlich langsam Zeit. Ihr wollt das Modpack ja spielen, ne? Das Modpack hier, das wird es nämlich dann in zwei verschiedenen Varianten geben. Das wird es einmal als Originalversion geben für den Technik Launcher. Und das wird es dann auch nochmal geben als Curse-Version, ja? Für den Curse-Launcher. Für die Leute, die gerne Curse benutzen. Curse ist ja auch ein echt geiler Launcher, also. Das ist echt krass, was sie da auf die Beine gestellt haben. Das finde ich echt cool. Da werde ich natürlich auch nochmal eine Version raushauen. Vielleicht auch nochmal ein Tutorial für die Leute, die es nicht benutzen. Damit ihr wisst, wie man das leicht installieren kann. Weil Curse, es ist echt, das muss einfach sein. Nochmal eine Curse-Version. Die werden sich unter Umständen vielleicht ein klein wenig von was Mod-Versionen angeht, könnten die sich etwas unterscheiden, das weiß ich noch nicht. Könnten. Aber ist ja egal, wenn ihr direkt bei Curse anfangt und dann da auch bleibt, dann ändert sich da auch nichts, ne? So. Dann haben wir das nämlich gleich mal fertig, damit wir uns hier schon mal zumindest anfangs niederlassen können. Das wird ja mal Zeit. Das wird ja mal echt Zeit. Mache ich noch eine Schicht runter? Oder lassen wir das jetzt so? Ich glaube, ich lasse es jetzt so. Frage ist dann nur, hau ich dann jetzt hier den Boden drauf? Frage ist dann auch, wo raus, ne? Also so krass Umfragen kann ich letztendlich auch wieder nicht machen, ne? Also das wird wohl etwas zu kompliziert. Mal gucken, können wir hier... Das ist alles noch ein bisschen sehr kompliziert für uns, ne? Ich muss dann unbedingt herausfinden, was man anfangs kochen kann. Da werden wir uns dann auch so schnell wie möglich drum kümmern müssen. Wie ihr seht, bringt uns das nämlich nicht so viel. Das Fleisch, das normale. So. Ja, was nehmen wir als Boden? Wie gesagt, das wird ziemlich kompliziert. Ich werde das nicht so leicht machen können. Die gibt es leider nicht, schade. Oder war das so? Nee, okay. Tja, Eisen haben wir wieder nicht, ne? Das ist ja wieder super. Super ist das wieder. Weil ich hätte gerne ein bisschen gechiselt, ne? Das wäre cool gewesen. Aber meine lieben Freunde, dann wäre es das erstmal gewesen für die Folge, bevor die zu lang wird. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part, wo wir dann hier weitermachen, ne? Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war's dann auch schon wieder mit der heutigen Folge. Denkt dran, eine Bewertung dazulassen. Und wenn ihr neu seid, lasst doch ein Abo da.